Türkisch ist ein Beginn. Türkisch ist ein Lebensgefühl. Türkisch benim için büyük bir şans. Türkisch ist Zusammenhalt und Empathie. Türkisch ist gemeinsame Zukunft. Türkisch? Das sind wir. Das Miteinander von Deutschen und Ausländern hierzulande kann nur funktionieren, wenn auf allen Seiten die Bereitschaft da ist, aufeinander zuzugehen, sich für Neues, auch Fremdes, zu öffnen. Aber Integration kann nicht einfach so von oben verordnet werden. Integration geschieht, und zwar mitten unter uns. Die deutsche Generation ist eine Interessenvertretung von Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund, die 2007 gegründet wurde. Der Vereinsname setzt sich aus den Wörtern Deutsch und Türkisch zusammen und ist stellvertretend für eine bikulturelle Gesellschaft, deren Früchte in Deutschland sprießen. Die Mitglieder setzen sich aktiv in Zusammenarbeit mit Haupt- und Gesamtschulen für die Förderung und Umsetzung von Chancengleichheit junger Menschen ein. In diesem Rahmen organisiert der Verein verschiedene Workshops für Lehrer, Eltern und Schülergruppen. Als Referenten und Teilnehmer an Fachdebatten nehmen sie Einfluss auf das politische Geschehen und erfüllen als einziger Jugendverein die Rolle des Ansprechpartners für Medien und Öffentlichkeit, Themen, die junge Deutsch-Türken betreffen. In den letzten zwei Jahren sorgte der Verein für viel Medienecho sowie politisches Interesse und erhielt für seine Tätigkeiten Auszeichnungen wie den Jugendhilfpreis 2008 und den Preis der Goldenen Bild der Frau 2008. Ziel der Deutschen ist es, der Gesellschaft zu verdeutlichen, dass sich die dritte Generation der damaligen Einwanderer mittlerweile von dem Rollenbild des Migranten losgelöst hat. Sie sieht sich als einen festen Bestandteil der deutschen Gesellschaft und gestaltet die Zukunft entsprechend ihres Mottos. Zukunft gemeinsam. Jetzt! Yes.